Hi, hier ist Max. Frohe Weihnachten! Das Scheißhaus war voll. Ja, es stehen die Weihnachtstage vor der Tür und ich dachte mir, was für ein Video kann ich machen? Letztes Jahr habe ich eine Lesung von Anime-Intros gemacht. Heute machen wir eine andere Art von Lesung, nämlich Rezensionen. Ich liebe Rezensionen und ich glaube, ich muss das Mikrofon hier ein bisschen anders hinstellen. So. Ich liebe Rezensionen, weil sie so herrlich sind. Sie sind so schön geschrieben, sie sind voller Emotionen. In einem gewissen Sinne sind Rezensionen ein Gedicht. Und ich mache mich heute einfach ein bisschen auf die Suche nach coolen Rezensionen. Es müssen keine schlechten sein. Aber die schlechten sind meistens etwas verboser, ja, etwas theatralischer. Und ich schaue einfach mal, wo ich so in den letzten 6, 7, 8 Monaten war, irgendwelche coolen Institutionen, und schau mal, was der Laden so hergibt. Womit fangen wir an? Am besten sind natürlich die mit ein bisschen Text, ne? Oh, hier. Ah, das sieht gut aus. Das muss ich auch ein bisschen größer machen, sonst kann ich nichts mehr lesen. Ja. Okay. Eine Abenteuer-Golfanlage. Wir kennen diese Anlage schon, seitdem sie eröffnet wurde und waren dort sehr oft zu Gast. Oder muss so eine Musik... Da muss so eine Musik drauf. Moment. Und ja, man hat sich dort auch immer als willkommener Gast gefühlt. Ein nettes älteres Pärchen führte diese Bahn mit Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit. Die Bahnen waren gepflegt und sauber. Es wurde darauf geachtet, dass alles in Schuss gehalten wird. Auch im Sommer konnte man dort gut spielen, denn es gab eine Klimaanlage. Man merkt schon richtig, wie es in so eine Richtung geht, ne? Die Musik tut ihr Übriges. Gestern waren wir nach einem Jahr wieder dort. Klimaanlage nicht eingeschaltet. Die beiden netten älteren Herrschaften sind scheinbar nicht mehr da. Die Bedienung muss man suchen und oft länger warten, da sie sich in einem hinteren Räumchen aufhalten und nur nach längerem lauten Zurufen reagieren. Die Bahnen sind ungepflegt. Teilweise liegen die Schläger herum. Die Kennzeichnungen für den Start an den einzelnen Bahnen sind kaum noch zu erkennen. Das Wasserrad ist mittlerweile völlig vertröstet, dreht sich nicht mehr. Was auch darauf zurückzuführen ist, dass zu wenig Wasser im Umlauf ist. Deko wie kleine Vögel, die runtergefallen sind, bleiben einfach liegen. Früher konnte man richtige kleine Feiern dort abhalten, wie zum Beispiel Kindergeburtstage. Dafür gab es leckere Waffeln, verschiedene kleine Speisen und Würstchen. Jetzt gerade noch eine kleine Auswahl von kalten Getränken und Eis am Stiel. Aber nur dann, wenn man gerade mal die Bedienung findet. Schade, dass mit dem scheinbaren Wechsel der Pächter die Qualität so sehr gesunken ist. Da war immer noch 2 Sterne. Ich finde das schön. Das ist wie so eine kleine Geschichte. Man hat so dieses, früher war alles schön. Und heute ist alles Mist. Alles vertrocknet. Ja, das ist eine Rezension aus dem Sommer. Ja. Da war halt auch alles sehr heiß. Kein Wunder, dass das Wasser weg war. Ich finde das schön. Die Autorin sollte mehr schreiben. Ja, das hat richtig Emotionen geweckt. Was sind denn noch? Ich will noch mehr Rezensionen von der Autorin. Was haben wir denn noch? Wir waren an einem Sonntag Mittagessen. Super nette, freundliche, schnelle Bedienung. Sehr leckeres Essen. Pizza, so wie man sie sich wünscht. Gut belegt, aber nicht überladen. Knusprig mit entsprechenden frischen Zutaten. Die Bandnudeln frisch,
al dente mit viel Lachs und frischem Gemüse. Sogar der Espresso war sehr gut. Dank für dieses sehr gute Essen. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Ist einfach schön geschrieben. Ah, hier auch wieder. Egal, ob man morgens im Berufsstress kommt oder am Nachmittag, immer gibt es eine super freundliche Verkäuferin, die flink, sauber und auch beratend bedient. Man kann auch außen sitzen, muss aber dann den Straßenlärm in Kauf nehmen. Das Angebot ist sehr gut. Die Backwaren, soweit ich sie bisher gegessen habe, lecker. Es gibt immer sehr viele verschiedene Arten von belegten Brötchen, die auch auf Bedarf individuell zubereitet werden. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach. Das ist doch, sie hat eine Rezension in Kambodscha? Oder ist, nee, das ist Vietnam? Leider ohne Text. Schade. Oh, das klingt auch gut. Ich weiß nicht, was das ist. Eine Art Ramsch-Supermarkt. Man findet echt alles, was man jemals gesucht hat. Vom Gartenzubehör über die Weihnachtsdeko zur Glühbirne, auch Backofen. Dann vom Deo zum Duschgel, alle nur erdenkbaren Getränke zur Konserve, weiter mit Knabbersachen und so weiter. Ich gehe gerne hier gemütlich durch den Laden und lass mich überraschen, was ich dort alles finde. Von meiner Seite preislich super im Rahmen und von der Auswahl jedem nur zu empfehlen. Hey Leute, lassen es echt krachen bei diesen Rezensionen. Oh, hier auch schwierige Sachen. Also vorweg, die Angestellten sind freundlich. Dafür 5 Sterne. Das Produkt Grüner Jahn Rindenmulch 70 Liter ist kein Rindenmulch. Darin befinden sich Holzhäcksel und Biomasse vom Recyclinghof. Mich hat am meisten geärgert, dass auch Glas darunter war. Ein No-Go bei Tieren. Ja, stimmt. Hast du diese Rezension? Ich schreibe selber ganz selten Rezensionen. In Island habe ich fast immer Rezensionen geschrieben, wenn ich irgendwo war. Ich sollte mal das häufiger machen. Da kann man ab und zu so einen literarischen raushängen lassen. Ich will weitere Rezensionen. Machen wir mal sortieren nach Neueste. Das ist auch geil. Das ist besonderes Erlebnis. Kannst praktisch alles haben und nur für paar Euro. 50 Kilometer hin und 50 zurückfahren, gerne für günstig und groß Einkauf. Danke an alle Mitarbeiter. Das kann ich nicht. So. 50 hin und 50 zurück? Okay. Man geht definitiv nicht mit leeren Händen aus dem Laden, denn man findet immer etwas. Oh, das sind auch so Rezensionen, wie ich sie liebe. Für Haus, Hof und Garten! Die Food- und Non-Food-Einkaufsmeile im entspannten Ambiente! Behindertengerecht! Sorry. Scheiße. Nicht, dass die Nachbarn denken, was geht beim Weigel eigentlich schon wieder. Oh ja. Oh, das ist gut. Mm. Vor 5 Monaten. Von dem beworbenen Schwippschwapp-Getränk ist Montagvormittag keine einzige Flasche im Laden. Personal wird auf Nachfrage unfreundlich. Was soll das heißen, hä? Wird auf Nachfrage unfreundlich? Entschuldigung, können Sie mal unfreundlich sein? Das ist geil von dem. Oh, das. Ich frage mich halt. Nein, ich werde auch schnell ungehalten, wenn ich was nicht krieg, was ich eigentlich haben wollte. Aber das ist schon geil. Von dem beworbenen Schwippschwapp-Getränk ist schon am Montagmorgen nichts mehr da. Okay, hier brauche ich nicht zu verheimlichen, welcher Laden es ist. Das ist die ganze Rezension. 5 Sterne. Chicken McNuggets schmecken immer. Mm. 2 Daumen nach oben. Schon gut. Auch hier. Guter Wurstsalat! Das sind echt.
Minimalrezension. Oh, ich bin einfach mal das richtig gesund, ey. Warum? Vor einem Jahr. Das als Sonderangebot angepriesene Schwipschwapp Lemon Taste Zero ist nicht vorrätig. Punkt, Punkt, Punkt. Ein Stern. Alter, der hat eine Schwipschwapp-Obsession. Sind eigentlich Rezensionen überhaupt... Also achtet ihr auf Rezensionen? Ich guck meistens schon so, ja, das ist halt Pizzeria, die hat nur 4,3 Sterne von 5. Aber ist das nicht sowieso alles scheiße, weil die Hälfte mindestens eingekauft ist? Keine Ahnung. Increased price after coronavirus. 24 Euro pro Person. Buffet is still very good. Different sort of fish and meat and also vegetables. Fresh and cooked too. Warum 2 Sterne? Weil das Personal eigentlich sehr gut ist und das Sushi sowie die Eismaschine schon lecker sind. Leider überwiegt das Schlechte viel mehr. Der Preis für dieses Essen sind eine reinste Frechheit, 24,80 Euro! Tut mir leid, aber andere Buffetketten, die meist besser sind, verlangen immer noch 19,90 Euro oder 20,90 Euro. 5 Euro mehr für dieses Essen ist nicht zu rechtfertigen. Der Reis ist sehr trocken, das Essen teilweise nicht warm. Dann habe ich nach Auffüllen gefragt, es wurde gesagt, es wird aufgefüllt, aber nach 35 Minuten hatte ich auch keinen Hunger mehr. Klammer auf, wir waren 50 Minuten da und es wurde nicht aufgefüllt. Die Pommes waren teilweise so lapprig, dass sie traurigerweise schon bei McDonald's besser waren. Ich will hier nicht Pommes als Messlatte nehmen, aber einfach das große Ganze. Ich habe mir frisches was grillen lassen. Nein, ich habe mir frisch was grillen lassen. Es waren nur meine Freundin und ich da und ich habe mehr als 15 Minuten warten müssen, weil der Grillmeister wohl nicht da war. Es tut mir leid, aber das ist für mich definitiv keine Option mehr zu kommen. Ich bin vor Corona echt oft und gerne hierher gekommen und deswegen einfach auch die Enttäuschung. Ich berichte übrigens lieber nicht das, wie mein Grillerlebnis war. Und der Mann hatte nur einen Teller, aber scheinbar dauerte ihm das zu lange, so dass die frischen Garnelen eben noch sehr frisch waren statt fertig. Hä? Nicker Whisky from the barrel. Nach einem anstrengenden Arbeitstag brauche ich immer mal noch etwas Whisky, um wieder herunterzukommen. Da ist Nicker Whisky from the barrel mit 54% Alkoholvolumen die richtige Wahl. Nicker Whisky from the barrel. Nicht gesponsert. Also wir sind ja schon bei vielen All-You-Can-Eat-Buffets gewesen. Aber was man hier bekommt, ist wirklich der Hammer. Ah nee, das ist eine Ein-Sterne-Rezension, Moment. Aber was man hier bekommt, ist wirklich der Hammer. Von außen denkt man, man geht in ein leckeres Lokal, wo alles passt. Wenn man drin ankommt, sieht man die lange Theke und denkt sich, ja, hier werde ich satt. Und ja, was soll ich sagen? Man wird nicht enttäuscht. Schon nach dem ersten Teller war der Hunger schnell weg. Zeug, das frisch zubereitet wird, war halb durch oder roh. Der Oktopus hat gestunken. Nochmal. Ah, die Kommasetzung ist brutal. Der Oktopus hat gestunken, als wenn man ihn ein paar Meter weiter aus dem Hundekoteimer geholt. Oh, Himmel. Seid ihr fies, ey. Die Muscheln waren halb durch. Das gebackene Sushi schmeckt furchtbar. Dafür bekommt man einen Haufen fettiges Fritteusenessen. Außen hui, innen pfui. Einmal und nie wieder. Never change a running system. Jetzt machen wir auch noch eine gute. Komm, eine gute. Hier. Hier. Das mongolische Buffet hat ebenso wie die anderen Buffetspeisen genug Auswahlmöglichkeiten, wie ich finde. Es ist nicht überladen, dafür frisch. Die Chefin und die Bedienungen waren aufmerksam und schnell, auch draußen auf der Terrasse. Das ist doch schön. Oh, hier ist der Ring. Warte mal, okay, Innenstadt. Ein Irish Pub? Da müssten doch eigentlich genügend Rezensionsgeschichten dabei sein, die interessant sind.
Neueste. Oh, das klingt gut. Gemütlicher, kleiner Pub mit langer Historie in Karlsruhe. Wer die wuselige, laute Atmosphäre mag, ist hier genau richtig. Ja, mag ich leider gar nicht. Class Beer, Class Burgers, Friendly Staff, who up for the Crake? The Crake? Atmosphere? What? And quiz every night Wednesday, which is always good Crake. Ist das irgendwas Schottisches oder was? Das Irisches? Good Crake. Highly recommend giving this spot a visit, a home away from home? Ach so, a home away from home. Okay. Jetzt kapiere ich's. Wunderbare Atmosphäre, wirklich tolles Ambiente mit unfassbar freundlichem Personal und einem breiten Sortiment an Getränken. Ich will eine Story. Erzählt mir eine Story. 4 Sterne. Essen sehr preiswert, aber nicht ganz so lecker. Für den Preis passt es aber. Vor allem die Hammer sind sehr günstig und große Portionen. Man wird öfter in Außenbeleuchtung von den Bedienungen übersehen im Sommer und muss lange warten. Letztens mal war die Bedienung sehr unfreundlich und hat unserem Tisch gesagt, es können keine Getränke mehr bestellt werden, wohingegen ein anderer Tisch noch fleißig für 30 Minuten bedient wurde. Einrichtung drin ist mit den ganzen Schildern sehr ausgefallen und cool. Oh, jetzt mit ganz vielen Smileys, das ist immer gut. Von meinem Sohn spontan dorthin entführt. Mit dem Vorabhinweis, da kann man sich gut und günstig satt essen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass der junge Mann vom Service sehr freundlich und richtig auf Zack war. Wartezeiten gab es quasi keine, obwohl das Café gut besucht war. Essen war lecker. Reichlich und für die Qualität und vor allem die Lage für meine Begriffe sehr, sehr günstig. Ganz klare Hingeh-Empfehlung. Last but not least ist das Ambiente grandios. Vielen Dank für diesen sehr gelungenen Abend. Was ist das für ein Smiley? Ah, das ist... Und dann haben wir noch den und den. Was soll das mit den Smileys? Das ist echt cool. Ich will auch mehr Smileys machen. Das Positive. Freundliche und schnelle Bedienung, schönes Ambiente. Das Cordon Bleu ist zwar etwas klein, aber lecker. Negativ. Ich hatte mein Cordon Bleu mit Pommes bestellt. Die Pommes waren leider ungenießbar. Sie waren steinhart frittiert. Ich habe lediglich 2 Pommes gegessen. Leider wurde auf meine Reklamation bei der Bedienung nicht eingegangen. Sie wurde lediglich mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen. Weder wurde der Preis gemindert, noch gab es als Ausgleich ein Gratisgetränk oder eine neue essbare Portion Pommes. Ich musste den vollen Preis für ein zur Hälfte nicht genießbares Gericht bezahlen. Werden das nächste Mal eher ein anderes Speiselokal aufsuchen. Gibt ja genug in der Gegend. Waren sehr enttäuscht. Oh, das klingt jetzt schon gut. 2 Sterne. Wie kann man in der heutigen Zeit das Geschäft so stark heizen? Ich schnappte meinen Artikel, wollte auch nicht mehr nach was anderem schauen, ging an die Kasse und bezahlte auch bei einer sehr überhitzten Dame, die sehr nett war. Dreht die Heizung runter, wir haben draußen über 20 Grad. Die Ausrede, es wird zentral gesteuert, auch da kann man was machen. Das klingt nach jemandem, der 100 pro coole Rezensionen schreibt. Ist auch Antworten von Inhabern sind auch immer mega. Also hier von besagtem eine 1-Sterne-Rezension. Guten Tag, Nutzer. Vielen Dank für Ihre 1-Sterne-Rezension. Ah, dieses geile Passiv-Aggressive ist so geil, ey. Vielen Dank für Ihre 1-Sterne-Rezension. Schade, dass Sie das Geschäft jetzt im Räumungsverkauf beurteilen. Die Auswahl entspricht nicht der regulären Auswahl, die wir immer hatten. Schön wäre es gewesen, Sie hätten mit uns geredet. Ihnen alles Gute. Sorry, aber ich nehme an, das war so ein Laden, der für immer und ewig im Räumungsverkauf ist. Irgendwie so ein Teppichladen oder was? Oh, hier. Nächste Rezension.
Wie kann man in der Zeit das Geschäft dermaßen heizen? Nein, das ist nicht dieselbe. Dass man sämtliche Jacken ausziehen muss. Draußen 22 Grad, drinnen gefühlte 30. Und dann unten alle Türen auf. Das muss man nicht verstehen. Geschäft wieder verlassen. Einfach zu unangenehm. Okay, also, das sind coole Rezensionen. Die es auch gar nichts mehr mit dem Geschäft zu tun haben. Weil hier ist die Antwort vom Inhaber noch besser. Guten Tag. Es tut uns sehr leid, dass Sie diese Erfahrung gemacht haben. Das hat auch schon so was Passiv-Aggressives, ne? Hierfür entschuldigen wir uns bei Ihnen. Das von Ihnen geschilderte Erlebnis entspricht keinesfalls unserer Unternehmensphilosophie. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bei einem zukünftigen Besuch nochmals die Chance geben, eine positivere Erfahrung zu machen. Für weitere Fragen und Anregungen. Fickt euch doch. Das ist nicht unsere Unternehmensphilosophie. Wenn man so heimkommt und überhaupt keinen Bock mehr hat, dann geht man hierher, überlegt sich, wo war ich in der letzten Zeit, wo es irgendwie scheiße war. Und dann schreibt man das hier. Haben uns endgültig von unserem VW getrennt. Wollten einen Neuwagen kaufen. Dachten zuerst, wir haben mit Herrn XYZ einen tollen Verkäufer, der sich jedoch als Enttäuschung herausstellte. Freundliches Getue und viel Blabla, doch leider ging er nicht auf unsere Wünsche ein. Rief nicht zurück, obwohl er uns zusagte, ein Angebot für unseren jetzigen VW zu machen. Absolut enttäuschender Service. Man probierte am Anfang noch anzurufen, aber wenn jemand beim Gespräch und der Verabschiedung den Hörer so dermaßen schnell und laut auflegt, bevor man überhaupt Tschüss gesagt hat, dann weiß man, dass man nur stört. Und dann weiß man auch, hier möchte man kein Auto kaufen. Heute sage ich, das ist gut so. VW ist weg, neues Auto da. Perfekt. Das ist ein Gedicht, ey. Ein Gedicht ist das. Komm, ich will dich nicht so schlecht dastehen lassen. Hast du auch noch was Schönes geschrieben? Hier. Diese 5 Sterne gibt es für die junge Dame mit den blauen Haaren. Es kann noch so voll und stressig sein. Sie ist immer freundlich und arbeitet auch sehr flott und genau. Auch am Wochenende, wenn es wohl ist. Wenn es voll ist, wahrscheinlich. Es ist eh kein Vergnügen, wenn man im Krankenhaus ist, aber mit Freundlichkeit begrüßt zu werden, da fällt einem alles leichter. Pluspunkt auch für die Kuchentheke und das ganze Sortiment. Auch der Cappuccino-Becher hat hier die normale Füllmenge im Gegensatz zum Bäckerei XYZ am So-und-So-Platz. Daran könnte die Geschäftsleitung mal arbeiten und auch am XYZ-Platz die Becher nicht nur mit Schaum zu füllen. Die Bewertung soll aber nicht heißen, dass die anderen Mitarbeiter schlechter sind. Aber definitiv, die junge Dame sticht heraus und ich freue mich immer, wenn sie mich bedient. Irgendwie klingt es... Es hat sowas Schräges. Kann ich jetzt noch eine Rezension haben, wo du nicht ein bisschen komisch bist? Ja, hier, das. Tolle Bäckerei, nettes Personal, gute Ware, leckerer Kaffee. Ich glaube, das ist das. Okay, jetzt will ich einen einladen. Ich will noch... Gibt's irgendwas, was so richtig scheiße ist? Okay. Nehmen wir zum Abschluss doch noch einen Friedhof. 3 Sterne. Leider nicht an einem sehr schönen Platz gelegen, direkt an einer Kreuzung, sodass ein gewisser Lärm entsteht. Ebenfalls gibt es neben dem Friedhof direkt einen Spielplatz, auf dem Kinder spielen. Ja. Okay. Also, hier will ich begraben werden. Ein richtig guter Friedhof. Kann ich nur weiterempfehlen? Was? Oh Gott. Man weiß irgendwann gar nicht mehr, ob die Sachen überhaupt nur ernst gemeint sind oder nicht. Ja, aber das ist definitiv mein Abschluss für heute. 5 Sterne vor 5 Jahren.
Ich hoffe, dass meine Asche hier irgendwann mal einen Platz findet. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, das war heute ein kleiner Ausflug. Ich weiß nicht, wie ich auf die Scheißidee gekommen bin. Aber warum nicht? Warum nicht? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns in einem anderen Video. Ich wünsche euch eine schöne Festtagszeit und ja, ein gutes auf das Ende des Jahres zugehen. Ciao, ciao.